Gott, jetzt gehe ich hier. Ah ne, ich dachte schon. Was denn nun? Es ist so krass, gerade beim Spiel Freiburg gegen Frankfurt sind bei den Frankfurtern 11 Spieler aus 9 verschiedenen Nationen, aber kein einziger Deutscher, währenddessen beim SC Freiburg 10 Deutsche und ein Österreicher auf dem Feld stehen. Die arische Elf gegen alle anderen. Welche waren das nochmal? Freiburg und? Frankfurt. Frankfurt hat keine Deutschen. Frankfurt hat keine Deutschen. Alles Offenbacher. Sag den halt nicht, ey. Holy shit. Eben. Freiburg, hier, da hat doch der Trainer jetzt irgendwie nochmal unterschrieben. Also ich hab mich erkundigt in der U-Bahn. Hat der Trainer nicht verlängert und alle freuen sich. Thomas so und so. Was? Wer ist denn der Trainer von Freiburg? Christian Streich. Ist ja doch nicht Thomas. Vielleicht war es auch Christian. Und der hat jetzt nochmal unterschrieben, dass er doch noch Bock hat oder so. Und er hat seinen Vertrag halt verlängert. Ja, eben. Und alle freuen sich, weil er ein geiler Dude ist. Er ist auch ein geiler Dude. Das sein, was du willst. Ah, kann beschützt erstmal Mutti. So, die Boys Browser Tour und Kessemax sind jetzt live. Erstmal anmachen. Was machen die denn? Heroes spielen für die Gamescom. Jetzt? Heute? Jetzt. Ist Gamescom nicht erst ab Dienstag, Mittwoch? Ja, die trainieren halt für die Gamescom. Ach, die trainieren? Oh. Geile Scheiße. Ja, ich lasse mal nebenbei laufen. Sag mir mal, in welcher Helden die spielen und auf welcher Map. Yo. Yo. So die Kerndaten. Sepp hat TMS, tödlicher Männerschnupfen. Achso, alles klar. Geile Scheiße. TMS macht man genauso ätzend wie eine Frau mit PMS. Ja, ist echt so. Und was war das Beste an den hinteren Add-ons von SWTOR, ja, den Titel, den wir bekommen haben, Führer. Alles andere war scheiße. Wir sind jetzt Führer, yes! Ach, was haben die denn alle mit Emma immer? Mein Gott, mich interessiert Christians Hund nicht. Die heißt auch Emma, die Katze von meiner Oma ist auch so. Ja, Christians Hund heißt auch Emma. Ist halt ein Corgi, war. Alle haben ja diesen Corgi-Hype, aber ein Corgi ist halt auch nur so eine Fußhupe. Ist halt echt nur eine Fußhupe. Sind halt süß, weil sind halt nicht so eine Ratten wie Chihuahuas, das ist ja völlig in Ordnung. So hässliche Kackhunde wie Möpse. Oder diese französischen Bulldoggen. Das sind ja alles so Hunde, die nur Krankheiten haben. Das sind ja diese Zuchthunde. Ich weiß gar nicht, sind Pudel auch Zuchthunde oder gibt's die so? Was? Sind Pudel auch Zuchthunde oder gibt's die so in Frankreich? Laufen die da im Wald rum? So ein Waldpudel. Ein Wildpudel. Zuchthunde. Er ist hier bei mir. Dann ist die Mission noch nicht vorbei. Bringt Arca auf die Greystone, damit ich es beenden kann. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Es ist Zeit für Versöhnung. Mutti hat ihren Sohn lieb. Er hat mein Leben gerettet. Er kann seine Schuld sühnen. Lasst mich Arkan helfen, der Mann zu werden, der er hätte sein sollen. Das werde ich nicht zulassen. Wieso bin ich denn jetzt bei Kapitel 1? Was ist denn da los? Ja, schon im nächsten Addon. Wahrscheinlich. Wird direkt abgebrochen. Ah, dann sind wir ja den Epilog auch schon durch. Wir haben jetzt die Schlacht von Odessen fertig. Ist das der Epilog?
Weiß ich nicht. Guck doch mal ins Kapitelmenü. Warte, J. Auf jeden Fall letzte Kapitel gewesen. Glaube auch. Ja, Knights of the Eternal Throne sind wir jetzt. Ja, aber guck mal vorher, ob du diese Symbole da drin hast, dass du es abgeschlossen hast, die letzten zwei Sachen. Warte mal. Senja, was tut ihr da? Warte. Meinen Sohn retten. Wie hat man denn die Kapitelnummer genauer gesehen? Okay, ist da oben ein Menü. Eroberung. Ja. Danke, Commander. Eure Gnade wird nicht vergessen werden. Eure Gnade wird nicht vergessen werden. Nein, nein! Wir haben sie entkommen lassen! Vergesst sie! Scorpio will uns immer noch tot sehen! Konzentriert euch auf die Flotte! Wart ihr schon bei Scorpio? Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt machen muss. Bin jetzt hier auf einem großen Kriegsfeld. Auch nicht schlecht. Die Omnikanone ist feuerbereit und erwartet euren Befehl. Feuer. Erstmal die Flotte mit einem Schuss weglasern. Aber fahre mal Laser. Doch. Ey, das ist ja ein Prisma. Wir haben die weggeprismat, Digga. Ein Schiff gekillt, das andere Schiff nimmt alle anderen mit. Kettenexplosion. Ah, Kapitel. Knights of the Fallen Empire. Schleier der Erinnerung wäre das letzte. Das haben wir doch noch nicht. Nee, Schleier der Erinnerung haben wir noch nicht gemacht. Und nein, ich wäre jetzt gerade tatsächlich, warte mal, dann mache ich mal einen Bereich verlassen, weil... Genau, und dann machen wir noch Schleier der Erinnerung, dann hat sich die Sache. Ja. Die alle festgenommen. Ich würde ja zu gerne bleiben, aber ich muss ein Schiff stehlen. Euer Schiff. Okay, Code wird auch noch umgebracht. Lasst uns nichts überstürzen. Wir können sicher eine Lösung finden. Schleierderinnerung. Spielen. Spielen. Das Gespräch ist vorbei. Ich sag mal so, wenn das alles Koop gewesen wäre und man das zu dritt in diesem Veteranen-Modus da hätte machen können, hätte das bestimmt richtig Bock gemacht. Ja. Aber so war das ja richtiger Bullshit. Klaut er uns die Gravestone weg, unter Marsch weg. Ah, man spielt HK, cool. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Schreibt doch im Schrägstrich wispern. So, begib dich zur Kommandozentrale. Also Chris möchte jetzt eine Runde Garrosh spielen. Oh geil, neuer Held. Ist der neueste. Garrosh ist geil.
richtig fetter Tank kriegt. Umso weniger Leben er hat, desto weniger Schaden kriegt er. Das ist schon wieder gar nicht aus. Hat's dann. Garrosh hat übrigens einen Skin. Mad X. Der sieht aus wie Mad Max. Es wird Zeit, den Sepp spielt Thrall. Und wer ist Angelo Bülow? Keine Ahnung. Angelo Merte. Angelo Merte. Der spielt jetzt Samuro. Der spielt Stukov. Ach, Stukov. Ja, den muss ich auch noch anzocken. Der ist nämlich gerade free. Heiler. Ich hätte nie gedacht, dass Koff uns direkt angreifen würde. Es ist nicht nur, dass Arkan entkommen ist. Es gefällt mir auch gar nicht, was das für die Zukunft der Allianz bedeutet. Senja glaubt, dass sie Arkan zur Vernunft bringen kann. Ich musste ihr diese Chance geben. Sie hat sie sich verdient. Es gefällt euch vielleicht, Verbündete hart anzupacken, Lana. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Teron, es ist Jahre her. Es wird Zeit, Rishi zu vergessen. Ich hab immer noch Narben. Man verdeckt sie mit Kybernetik. Davon bekommt ihr doch nicht genug. Wir haben dringendere Probleme. Oh, Teron hat immer noch Narben von Lana. Herausgestellt, als ich erwartet hatte. Sie arbeitet allein. Wir sind ein Team. Zusammen kann die Allianz sie bezwingen. Mit eurer Führung halte ich das durchaus für möglich. Euer Sieg hat der Galaxis wieder Hoffnung gegeben. Die Schlacht von Odessen ist ein Beispiel für alle geworden, die sich gegen das ewige Imperium stellen. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Seit der Schlacht strömen unzählige republikanische und imperiale Einheiten herbei, um sich unserer Sache anzuschließen. Wenn Scorpio oder sonst jemand versuchen sollte, Odessen nochmal anzugreifen, werden wir bereit sein. Seid bereit. Und nun? Es ist vollbracht, Milady. Die gesamte ewige Flotte untersteht deinem Kommando. Sehr gut. Die gesamte ewige Flotte, wir haben nur die Hälfte von schon weggemacht. So ewig kann die ja dann gar nicht mehr sein. Oh, nice, hinrichten. Geilo. Mutter, ich bin frei. Ich wähle die Sterne. What the fuck? Unbequeme Sitz interessiert mich kein bisschen. Doch ich verdiene seine Macht mehr als mein Bruder. Also sind Sie nicht in seinem Namen hier. Ich bin Christian und voll verpeilt. Ich bin in meinem eigenen Namen hier. Auch ich war gezwungen, minderwertigen Wesen zu gehorchen, die meine Macht und mein Potenzial einschränkten. Ist es nicht geradezu erstickend? Ja. Ich habe den Thron nicht übernommen, um über das ewige Imperium zu herrschen. Sondern den Gegner zu ihm, meinen Kindern, freien Willen zu schenken. Du willst sie nicht kontrollieren? Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, macht sie stärker. Finden sie nicht auf? Ja.
Bainen ist ein bisschen behindert. Fittenticker! was für ein schöner Nickname. Wo denn? Bei Heroes, ein Gegner von Chris. Was denn nun? Bin ich auf einem brennenden Planeten oder sowas? Ja, wie gesagt, bis jetzt schon nichts mehr dran. Jetzt bist du wahrscheinlich in Kapitel 1 drin. Ach so, Scorpio besiegen wir noch gar nicht. Nee. Das kommt erst im nächsten Addon. Ach, um Himmels Willen, ey. Also da kann man sich jetzt aussuchen, ob man das noch nachgehen möchte oder nicht. Klar, gerne. Mach mal's alleine, ne? Ja, nehme ich auf jeden. Gut. Vergiss mal, Alter. Aber ich wurde nicht ins Kapitel direkt reingeschoben. Kapitel. Schleier Erinnerung kann ich nicht machen. Wie kannst du nicht machen? Du hast das HKM 55 Bonuskapitel Knights of the Final Empire abgeschlossen. Lol. Okay, René ist fertig. Ja, ich auch. Hab ich schon gesehen bei meinen Gefährten, dass ich ja HK geopfert habe. Vielleicht deshalb. Oh. Ja, ist klar. Wo steht denn das? N? Bei Gefährten und Kontakte. Ja. Geopfert. Gut. Man hat drauf geschüttet, wa? Ja, Marcel, dann kannst du dir das auch sparen. Ja. Mach mal kurz, werde ich jetzt auch tun. Eine Datei auf den Moment, das ist nämlich sehr interessant. Alle vier. Ja, gut, wir machen hier gleich fertig. Aber die paar Minuten gönnt ihr mir noch. Ja, das ist okay, aber wenn ich das eh nicht mehr weitermachen muss, dann ist es okay. Wir sind, glaube ich, alle einig, dass das an Qualität herbe abgenommen hat. Auf jeden Fall. Also, einfach weil das letzte Addon einfach so witzlos war. Ich hole gerade noch meine Briefe ab. Also, warte mal, gehen wir mal kurz in die Kapitel. Und zwar, was waren von Knights of the Fallen Empire? War da schon Huttenkarte oder kam da noch was dazwischen? Was? Welches Addon wir vor Knights of the Fallen Empire hatten? Huttenkarte oder war da noch was dazwischen? Ja, war noch was dazwischen gewesen, oder? Glaube schon, ja. Aber ich weiß es nicht mehr. Also Huttenkartell ist ewig her. Ich google mal kurz. Domi laggt. Domi? Ja. Ah, du hast gerade gelaggt. Das war und dann kam nichts mehr bei mir an. Das erste Addon, habe ich gesagt. Ja, das erste war Huttenkartell, das zweite war Shadow of Revan, da wurde es schon schlecht. Und jetzt das hier und jetzt wurde es ja grottig. Ja, das war jetzt echt so. Ich sag mal so, also bis zum Ende von Huttenkartell ist es meiner Meinung nach wirklich hart gestiegen. Also wurde immer besser, meiner Meinung nach. Gerade auch mit den Addons, mit den Patches. Also wir haben ja zwischendrin die Patches mitbekommen, obwohl er ja noch gar nicht auf dem entsprechenden Level war. Und da waren ja richtig geile Verbesserungen drin. Gerade so mit den Begleitern, dass du die nicht mehr alle ausrüsten musstest und so, was ja total stressig war, gerade in so einer Dreiergruppe von uns. Damit haben sie auch einiges da schon, also wie gesagt, ich habe hier meine schlaue Liste, was wir theoretisch noch hätten machen können, da ist noch einiges drin.
Bonus rein, also diese ganzen Bonus-Quests, die es früher ja immer gab. Also du hast ja einen Planeten fertig gemacht, dann hättest du ja theoretisch nochmal zurückkommen können oder am Ende des Planeten schon weitermachen können mit schwereren Quests. Die haben ja am Ende gefehlt, die kann man, glaube ich, jetzt nur auf Max-Level machen. Sprich, wir leveln eigentlich quasi nur dem Max-Level hinterher, um dann irgendwann diese Bonus reinzumachen, wo dann aber in der Zeit schon wieder das nächste Kapitel veröffentlicht ist und du gar nicht mehr hinterherkommst. Mhm. Das haben sie ganz schön zerschossen. Also ich weiß nicht, Bonusreihe, wenn ihr euch erinnert, am Anfang Balmorra oder der andere Planet mit B. Ne, Balmorra war der Low-Level-Planet, also Level 20 oder so war das, wo wir unser Raumschiff bekommen haben. Da hatten wir ja im Süden immer gekämpft und dann hatten wir am Ende diese Bonusreihe mit diesen Insektenviechern. Erinnert ihr euch? Ja. So, dann gibt es noch Begleiterquests, also nochmal 5000 mal HK, dann gibt es noch Treak, das ist ein hier fluffigen kleinen Bärenviecher. Das ist ein Ewok. Ewok? Ja. Das hätten wir noch gehabt, den hätten wir ja kaufen müssen. Ja, den Raummission, da ist drauf geschissen, die habe ich immer nur gemacht. Den Datacorp der imperialen Flotte, den fand ich ja immer super cool. Da brauchst halt nur einen vierten Mann zu und das ist ein ganz schöner Koordinationsaufwand. Ich wollte das ja damals mal mit Domi machen, aber Domi hatte dann irgendwie keine Zeit mehr, habe ich das alleine mit einer Random-Gruppe gemacht, ohne Teamspeak, ohne alles. Das vergisst man so schnell einfach nicht. Dann bei den Items, dann gibt es noch so Augmentifikation, keine Ahnung, wie das heißt. Also die kann man augmenten. Haben wir auch nie gesehen. Dann gibt es Planetenquests, keine Ahnung, was das ist. Operationen haben wir auch nie gemacht. Die Daily Quest-Gebiete, ja gut, meine Güte. Weltbosse, da gibt es so eine Mount-Quest zu, haben wir auch nie gemacht. Events haben wir auch nicht alle gesehen. Klar, Fraktionen sind jetzt irgendwie hier noch am Ende irgendwie wichtiger geworden, haben wir auch nie gesehen. Da waren jetzt zum Beispiel hier diese Begleiterquests, wo wir dann irgendwie Einflussstufe 10 bei Quaisen Fest habe ich hier oben rechts stehen. Oder halt diese Arena vom letzten Mal, die wir ja nicht auf, also wo die Aufnahme kaputt war. Mhm. Und zu dem Events, das Casino, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich ja unbedingt dieses Gangster-Outfit haben wollte. Denn kann man sich so ein Gildenschlachtschiff einrichten. So ein Flaggschiff, genau. Dann gibt es noch irgendeine Festung, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, was das war. Dann gibt es halt zwei neue Rassen. Ja gut, Katar und Togruta, das ist auch nicht mehr. Und Conquest, das soll auch noch was Großes sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe nur gelesen bei Reddit, dass das richtig fett und richtig umfangreich sein mit dieser Planeteneroberung. Wir haben ja immer hier, dieser Planet gehört Gilde so und so. Das haben wir auch nicht gesehen. Also theoretisch waren da noch einige Features, die bestimmt noch interessant waren. BioWare hat sich halt hinten raus selber zerschossen, wa? Ist halt so. Ja. Was war denn euer Lieblingspart von SWTOR? Wie kann ich euch helfen? Marcel, fang noch mal an. Ich muss erst überlegen. Okay, dann fange ich an. Also so von den Quests her, vom Gebiet und auch von dem, was wir so gelabert haben, das werde ich nie vergessen, war Tatooine. Tatooine war richtig geil, auch wo wir einfach mal zwei Folgen, also eine lange Folge habe ich ja draus gemacht, nur gequatscht haben, als wir auf diesen Heißluftballon gewartet haben. Erinnert ihr euch noch? Das war echt geil. Das war irgendwie geil, obwohl wir einfach nur gewartet haben. Das war halt irgendwie krass behindert, aber irgendwie krass geil. Und eine Sache erinnere ich mich noch, da habe ich das Stichwort Trypophobie in den Raum geworfen. Oh Gott. Also auf Tatooine. Und da haben wir ja auch noch richtig Spaß gehabt an den Datacrons. Wenn ihr euch erinnert, da sind wir ja da in Mos Eisley, ist es ja nicht, aber Mos irgendwas, über die Dächer gehüpft und haben die Dinger eingesammelt. Das fand ich persönlich noch fett. Und Hoth, weil ich Hoth an sich mag. So, jetzt du, Marcel. Ich glaube, ich würde mich da sogar anschließen. Das war tatsächlich echt ein sehr, sehr Tatooine guter... Tatooine war richtig sexy. So, was ich noch cool war, waren diese Jump'n'Run-Parts, die wir hatten. So diese Adventure-Map-Parts. Das war das habe ich ja gesagt. Das waren ja die... Sag schon, die... Na? Datacons. Datacons, genau. Später wurden die dann halt in den Addons richtig ätzend, weil das ja so Datacons war, wo du 8 Stunden hüpfen musstest und wenn du einmal runtergefallen bist, musstest du von vorne anfangen und sowas. Das war dann schon ein bisschen ätzend. Ja, aber es war ganz lustig, so. Ja, lustig war es schon. Ich gucke hier gerade noch in der Zeit, Domi, jetzt musst du auch. Nee, das Coolste dann an SWTOR war wahrscheinlich für mich dann da die einzelnen Klassenquests ganz am Anfang.
Das ist nur schade, dass sie halt nicht weitergeführt wurden mit den Addons. Ja, stimmt, die Klassenkampagne, die war natürlich auch geil. Vor allem, weil man wirklich das Gefühl hatte, man hat was erreicht. Ich bin hier der Oberboss der Jagd und ich bin Mandalorianer geworden. Hab irgendwie den Fall und den Aufstieg von Mandalore erlebt. Ich weiß gar nicht, Marcel, was bist du geworden? Du sitzt am Rad oder so? Weißt du das noch? Ja. Und halt dieser Insider, dass Domi, Mr. Domi ist der Geheimdienst. Das war natürlich auch mal geil. Ich wollte immer nur Kohle haben und am Ende hatte ich Schulden bei Marcel. Domi ist der Geheimdienst. Mhm. Und Marcel war irgendwie immer die aggressive PMS-Lesbe, die alle drei Aufnahmen oder alle vier Aufnahmen ihre Tage hatte. Ja. Das hat schon gepasst. Ja, dann Rise of the Hutt Cartel hat auch noch Bock gemacht, obwohl ich mich kaum noch dran erinnern kann. War das da schon mit Lana und... Nee, die kam glaube ich erst später. Die kam erst in Revan. Korelia und Nashadar fand ich übrigens auch noch geil. Ich mag ja diese. Nee, war das Korelia? Diese Stadtplaneten halt. Nee, Nashadar ja, und. Nee, aber Korelia war ja draußen. Ich meine ja wirklich, wo du in den Läden quasi rumläufst. Ja, wie auch immer. Da gibt's aber auch noch einen zweiten. Ja, Rise of the Hutt Cartel, was war denn das? War das Yavin 4? Nee, oder? Steht hier ein Level noch dran? Nö. Doch, 55 bis 57, das stimmt nicht. Wo ist denn Hutter? Hutter ist hier. Makeb? Ja, Makeb, das war mit dem Planeten, wo wir da so lange rumgehüpft sind, diese Dschungelplaneten. Mhm. Mit diesen Tafelbergen. Dschungelkatze. Ja, und ein anderer Planet noch, aber weiß ich jetzt nicht, welcher das war. Ist ja wurscht. Da hatten wir Shadow of Revan, das war ja das mit Yavin 4, das war auch noch cool. Da konnten wir auch noch irgendwie so halb zusammen questen. Also eine Hälfte der Quest war ja da schon irgendwie, wo wir nichts mehr zusammen machen konnten und die andere Hälfte konnten wir dann wieder zusammen. Das war auch noch okay. Da ist aber die Stimmung schon gekippt und jetzt sind wir ja im dritten und da sehen wir ja, es ist ganz schön schief gegangen. Mhm. Was war ja abseits von diesem Möchtegern-Singleplayer, den sie verkackt haben, noch scheiße? Marcel, du fängst wieder an, wenn mir jetzt nicht spontan was einfällt. Wir müssen gerade noch ein paar Minuten filmen, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt... Also ich dachte ich mir schon. Ich fand tatsächlich jetzt, dass am Ende, das hat schon wehgetan. Ja, das habe ich ja echt rausgenommen, weil das ist selbstverständlich. Aber sonst, Sonst gab es nichts, was so wirklich schleppend war. Für also mich war was so ja richtig immer, eklig war, gab es eigentlich nicht so. Was bei mir nur immer war, irgendwie hatte ich denn auch, wo wir noch Spaß an SWT hatten, hatte ich dann immer so, oh, jetzt wieder aufnehmen. Blah. Dann haben wir 10 Minuten gespielt und dachte ich, ach ja, eigentlich macht der Bock. Und jetzt am Ende war es immer so, nope, 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 nope. Ich brenne, aber lösch mich bitte nicht. Ich möchte sterben. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Aber sonst hatten wir irgendwas, was keinen Bock gemacht hat? Du, eigentlich nicht. Wir haben uns ja an so kleinen Sachen sogar irgendwann aufgehalten, hier mit dem Casino und so, wo wir voll drauf abgegangen sind. Ja. Echt so. Ja, Domi, du noch irgendwas dazu beizutragen? Irgendwas nee, nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, also ich hätte halt schon Bock, dass wir irgendwie nochmal ein Koop-Spiel machen, aber es ist halt schwierig, irgendwas zu finden, wa? Ja, zu dritt ist schwierig. Naja, wir können halt sowas wie Borderlands zum Beispiel auch einfach zu dritt spielen. Das geht schon, klar. Fehlt dann halt der vierte Mann. Zu viert ist natürlich immer am geilsten. So damals mit Kevin zum Beispiel, der hat ja auch, obwohl der kein krasser Gamer ist, der hat ja voll gut ins Bild gepasst. Und wenn wir uns nochmal an die legendäre Kack-Story zurückerinnern, wa? Mhm, das war echt geil. Das hat echt... Ja, wir können natürlich schon mal überlegen, ja. Also wir haben halt... Wir könnten halt überlegen, was wir dann uns... Weil was hatten wir denn zur Auswahl? Also Borderlands war ja im Gespräch. Borderlands 2, ja. Wir hatten noch irgendwas. Warte, ich tapp noch mal kurz raus. Ich guck mal kurz in meinen schlauen Ordner, ob ich da noch irgendwas Eindeutiges drin hab. Nee, ich glaube nicht. Nope. Ja, so haben wir gerade auch nur Borderlands.
Ja. Ja, dann haben wir halt noch ja, Borderlands oder mal bei Steam gucken. Halt irgendwas, was nicht ganz so ewig geht. Also Borderlands ist schon... Also ich würde ja jetzt am liebsten erstmal was Kurzes machen. Ja. So ein, zwei kurze Sachen, dann können wir meinetwegen Borderlands machen. Aber was? Und das halt die Frage, war, was ist halt so... Was könnte man sich halt geben so? Also ja, im Zweifel muss man ja nicht unbedingt irgendwas mit Story spielen so, aber... Halt, dass man mal irgendwie irgendwas... Womit man aber auch jeden Sonntag mal füllen kann, das ist ja dieser... Ich mach jetzt kurz mal Steam an und dann gucken wir mal. Ich habe auch gerade Steam an und guck jetzt mal... Ich habe gestern zum Beispiel mit Katja Saints Row 2 angefangen. Und sie ist begeistert. Saints Row ist halt so ein absolutes Koop-Spiel. Oh, hoppala. Absolut, ja. Absolut. Absolut, ey. Ich suche, wir suchen mehr Spieler. Nee, ich gucke ja gerade, was ich habe. Ja, stimmt. Ja, gut. Was wir haben. Habt ihr Tropico? Tropico ist jetzt auch nicht so mein Multiplayer-Spiel. Ja, was? Ja. Anno haben wir halt. Anno hatten wir, ja. Chivalry, ja gut, das sind halt so Spiele, die spielst du halt einmal so. Aber Chivalry hat ja auch schon keiner mehr angefasst. Was wir, also was ich, ich gehe nur durch, was wir in Gott, wie heißt denn das? Warte mal, wo ist es? Wo ist es? Hero Truck Simulator 1. Habe ich hier. Nee, warte mal, ja, ich habe das auch tatsächlich. Nee, ich suche, warte mal, wo ist denn das? Left 4 Dead, nee, danke. Hier, yeah, Space Engineers, da hat sich auch ein bisschen was getan, zum Beispiel. Nee, danke. Bin ich raus. Das kann man leider nicht im Multiplayer spielen. Payday 2 habe ich. Payday 2 habe ich auch. Domi? Mhm, habe ich auch. Hey! Das wäre so eine Alternative. Payday 2, ja, dann halt Rocket League, aber das sind halt alles so... Das ist kein Sonntagsaufnehmensspiel, weißt du? Das ist so ein Spiel, was du hin und wieder mal aufnehmen kannst. Ein kurzes Koop-Spiel, aber was? Ja, vor allem, was du halt zu dritt spielen kannst, das ist halt schwierig. Ja. Wir können ja eine ganz lange Runde Civ machen. Alter. Ja, so über mehrere Sonntage verteilt. Also eine so eine Folge, eine so eine Aufnahme SIF geht dann so lang wie das ganze Virtual Let's Play. Oh, wahrscheinlich. Was habe ich denn hier noch? Ich habe Tropico 3, aber Tropico ist halt auch nicht so dolle. Kannst du auch nur zu zweit springen, glaube ich, fällt mir gerade ein. Das weiß ich nicht. Tropico 3, ja. Also Anno ist hier in meiner Liste noch das attraktivste, so mehr oder weniger. Ja, also Anno hatte ich ja sowieso Bock mit euch zu zocken. Haben wir auch gleich einen Grund. Ja. Müssen wir nur gucken, dass wir damit auch ein paar... weil Anno kann man ja auch lange Runden spielen, oder? Ja, Anno geht relativ lange, tatsächlich. Aber halt nicht so stiff lange. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wenn man wirklich auch... Weil irgendwie jeden Sonntag so ein anderes Spiel, so wie früher bei PEG, das war halt ermüdend. Und ich meine jetzt nicht die Trash-Games, die ich euch dann immer aufgezwungen habe, sondern einfach nur, dass wir jeden Sonntag ein anderes Spiel hatten. Am coolsten wäre ja, wenn ihr beide Rainbow Six hättet, weil dann könnten wir im September mit der neuen Season anfangen. Das wäre nice gewesen. Ja, gut. Müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden. So, wir haben jetzt genug für die Folge. Ist halt nicht mehr viel. SWTOR wahrscheinlich. Nie wieder. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich es deinstallieren soll. Ich glaube, das wird bei mir sehr wahrscheinlich passieren. Ich glaube, bei mir auch. Und damit bis ins nächste Let's Play. Haut rein. Danke für alles, SWTOR. Ciao. Danke für alles, SWTOR, minus die letzten 10%. Tschö.